Hi! Shut up! Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Nils und mir, denn ihr habt euch... Denn ihr habt es euch ja ausgesucht und in die Pokémon-Kommentare nämlich geschrieben, dass ihr es ganz gut fändet, wenn der Nils spielen würde und ich kommentiere. Nils hat dann aber gemeint, Schatz, shut up! Nils hat dann aber gemeint, dass er das nur macht, wenn ich mindestens 2 Parts spiele. Ja. 2. Wir hatten uns dann auf 2 geeinigt. Ja, hinterher habe ich ihm dann vorgeschlagen, ich mache das erste Kapitel komplett und danach kann er spielen. Von mir aus mache ich auch noch das Tutorial im zweiten Kapitel, also Anfang Kapitel. Anfang des zweiten... Siehst du, da muss ich nämlich das Tutorial im zweiten Kapitel spielen. So. So, wir starten jetzt auf jeden Fall ein neues Spiel. Dein automatisch gespeicherter Spielstand wird überschrieben. Ja, ich habe schon mal gespielt, so bin ich wenigstens vorbereitet. Shut up. So, Mitte gerade noch zu sehen ist. Wieso habe ich letztens die Markierung nicht gesehen? Da links ist ja auch noch eine. In der Mitte. Also. So, dass die Markierung in der Mitte. Das ist ja das da in der Mitte da. Das. Ja. Nehmen wir mal so. Nehmen! Genau. Wir nehmen einfach mal hier so die Mitte. So. Für die Schwachen und Ängstlichen. Ja. Nehmen wir also diese Schwierigkeit, den Einsteiger. Doch. Hardcore. Das ist Überleben. Hardcore. Das ist die Standardschwierigkeit. Ja, nimm das. Aber ich bin ängstlich und schwach. Hardcore. Ja, okay, du wirst es spielen, von daher. Ich will noch höher. Höchste Schwierigkeit, los. Also, ich meine, du wirst es spielen, also... I don't care! Nee, ich hab mich jetzt dazu entschieden, dass du es komplett spielst. Nö. Wir hatten schon ausgemacht, dass es so ist. Du kannst es nicht mehr ändern. Oh, doch. Ist der Bildschirm gerade blutig geworden? Die Ladebildschirme finde ich immer wieder unheimlich. Schatzi. Dann beende ich es jetzt und jetzt sofort, weil dann habe ich keinen Bock drauf. Wenn du mich einfach so verarscht. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Wenn ihr was hört, tut es mir leid, aber Nils wollte ja unbedingt, dass der Fernseher laut genug ist. Durchgegeben, kurz bevor ich sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Ich hoffe, der nimmt gerade vernünftiger auf, als es mir angezeigt wird. Zentrum, 184. Was ist da los? Over. Hm? Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Und jetzt haben alle einen Hörschaden. Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Shut up. Während Zwischensequenzen nicht reden, Schatz. Übrigens, Leute, schlage ich euch vor, den Season Pass zu kaufen. Da sind nämlich wirklich interessante Sachen bei. Was meint ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir.
Wir sehen uns hier mal um. Okay. Denn man wird auf jeden Fall die Tussi, die hier neben uns ist, wird man in Missionen spielen können. Dann gibt es, glaube ich, noch zusätzliche Missionen auch mit ihm. Und man kann einen der Gegner auf jeden Fall spielen, dieser Butcher oder was auch immer das ist, mit diesem riesigen Hammer, der ja auch auf der Verpackung, glaube ich, drauf ist. Gut, dass du das schon ein bisschen bevor das Spiel rauskam. Das stand auf dem Season Pass Teil drauf, den ich bekommen habe. Sag mal, musst du nerven? Sag mal, hat Outlast nicht auch so komisch angefangen? Ah. Toll. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Okay, wir wissen jetzt, der Typ ist eindeutig ein Vampir, weil wie riecht Blut? Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Ich konnte hier auf den Arsch klotzen. Wobei bei so einer Menge an Blut, ich glaube, das würde ich auch von draußen riechen. Gucken wir uns ihn mal ein bisschen genauer an. Er sieht ja eigentlich recht schnucklig aus. Ich glaube, das ist mein Liebling von 2014. Mein Lieblingsprotagonist. Der sieht echt nice aus. Es lebt noch jemand. Aber ich... Das regt mich echt auf. Man kann im ersten Kapitel nicht rennen. Überhaupt nicht. Hui. Nice. That's very nice. Das regt mich echt auf. Man kann im ersten Kapitel nicht rennen. Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruvik ist... Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Wer übrigens vor 2 Jahren auf der Gamescom war, kennt das ganze erste Kapitel fast auswendig, weil da wurde es fast komplett gespielt. Naja, die spannenden Stellen, wo man von einem Typen mit einer Kettensäge gejagt wird. Yay. So, dann gucken wir doch mal. Da laufen Leute weg. Wen schießen die denn an? Ah. Was zur Der ist übrigens sehr gefährlich, der Typ. Und er macht mir Angst. I don't like him. Was? Müssten wir jetzt nicht eigentlich tot sein? Ich wurde bei Skype angeschrieben. Schatz. Eine Ratte! Wir sind gefesselt, da... Oh. Hello, Sir. How are you? Oh mein Gott, der Typ vor uns lebt noch. Holy mother of shit. Anscheinend wird neben uns gerade jemand umgebracht. Der Typ da, das ist mein Metzger. Frag ihn mal, ob er noch ein paar Ratschläge hat. Und genau deswegen sollte man dir keine Let's Plays überlassen. Wahrscheinlich, man hört dich auch, wenn du da auf dem Bett sitzt, weil das ist echt laut genug. No. Doch, ich habe letztens sogar unser, Ach nee, links muss ich. Ups, ich mache die ganze Zeit mit rechts. Also, lernen wir mal lesen. Links beginnt mit L. Shut up! So, jetzt müssen wir uns noch befreien. Und gleich kommt die Schwierigkeit Nummer 1. Guter Witz. Nee, aber ich habe mal unser WWE Let's Play angehört, ne? Ganz ehrlich. So, wir müssen uns hier ein bisschen vorbeischleichen, wobei der uns eh nicht bemerkt, ist mir aufgefallen.
Because der Typ guckt sowieso nicht hin. So, wir müssen jetzt erstmal gucken. Die Tür geht nicht auf. Abgeschlossen. Ist abgeschlossen. Wir sind am Arsch. So, da vorne ist ein Schlüssel. Wie kommen wir da jetzt dran? Nun, der Typ haut ab. Ich hatte echt das Problem, ich bin zu spät hingegangen. Ich warte noch ein bisschen. So, und dadurch hat er mich dann natürlich gesehen. Und ja, ich war dann am Arsch. Weil der hat mich dann erwischt. Und hat mich erstmal in zwei geteilt. Jetzt. Beweg dein Arsch! Beweg deinen fetten Arsch ein bisschen schneller, Junge. Meine Fresse. Aber nein. Ja, okay. Ich verstehe, dass er ein bisschen langsamer geht. Er ist verletzt. Er will nicht laut sein. Übrigens wird mir später auch beigebracht, dass man die Türen auftreten kann. Aber hier am Anfang ist es wirklich nicht so... Nee. Ist es wirklich nicht so klug. Also, so... Kontroll... Doch. Kontrollpunkte sind hier übrigens auch öfters. Die sind auch sehr wichtig, weil es kann hier echt schnell mal passieren, dass man stirbt. Vor allem bei dem Typen. Ich habe es echt geschafft, zweimal bei dem Typen zu sterben. Und yay, er hat eine Kettensäge. How nice. Hello. Ich habe ja sowieso schon... ich habe ja sowieso noch nicht genug Angst vor Kettensägen. Lauf, Junge. So, meine Lieblingsstelle... Jetzt sind wir auch noch am Bein verletzt. Jetzt können wir sowieso nicht mehr richtig schnell rennen. Sondern eher humpeln. Oh, yay. So. Kleiner Tipp am Rande. Bloß nicht stehen bleiben. Einfach weiterlaufen. Geradeaus weiterlaufen. Ganz schnell. Ja. Nein, da bin ich vorher drauf gekommen. Das hier ist jetzt eine kleine Schwierigkeit. Oh, guck schon, letztes Mal war das, glaube ich, schneller. So. Lecker Blut. Oh, wir haben noch ein bisschen... Ich hoffe wirklich, dass es flüssiger aufnimmt, als das hier mir gezeigt wird. Ansonsten... Ja, okay. Auf jeden Fall, wenn ihr vor zwei Jahren hier geguckt, hier wirklich auf der Gamescom war, dann habt ihr das gesehen. Wurde das eigentlich von Colin vorgestellt, oder war es was anderes? Murdered war bei von Colin, genau. Ja, auf jeden Fall, weil, das fiel mir echt auf, die Anfangsszene, ich dachte so, ich kenne das doch alles irgendwo her. Da fiel mir ein, oh, das hatte ich vor zwei Jahren ja bei, auf der Gamescom gesehen. Er ist verletzt, er humpelt. So, und hier dachte ich so, yay, Kontrollpunkt. Okay, wo kommt er und wann will er mich töten? Aber, ja, da guckt ihr auch eben kurz nach hinten. Aber eigentlich, also mir ist nicht aufgefallen, dass hier irgendwas passiert ist. Ich weiß nicht, ich habe mich auch kurz versteckt. Kann auch sein, dass man das machen muss. Weil hier sind auch wichtige Punkte, die man zu beachten hat. Es gibt auch manchmal wichtige Hinweise. Man muss sie einfach nur finden. So. Als erstes bin ich hier hereingehummelt und dachte dann so, scheiße, what now? Ich kann hier mich auch mal kurz ein bisschen umgucken. Ja, ich humpel gegen den Tisch, ist auch super. Ich frage mich echt, wo kommt das... Ach, die Tür ist gar nicht richtig zu, glaube ich. Na doch, das scheint... das scheint aber ein bisschen unlogisch. Aber okay. I don't give a fuck. So, hier können wir auf jeden Fall nicht raus. So... Gehen wir einfach weiter. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass da drin echt nichts ist. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Hm. Gucken wir uns doch mal das hier an. Schön. Eine alte Notiz aus Kanalisation. Yay! Können wir einen Sinn-Counter machen? Nein. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Yay! Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt.
Du wärst derjenige, der hinkommt. Du könntest der eine sein, der überlebt. Er. Hi, er. Nice to meet you. Meet ya. So, ich dachte erst, ich muss hier rein. Ah, ich glaube, hier drin war nichts. Ich guck mal kurz. Hallo. Ach so, da ist... Das ist gar keine Tür. Das ist gar keine Tür. Ich bin klug. So, da können wir nicht durch. Aber hier können wir rein. So. Ich dachte... Oh, scheiße, hier kommt gleich was. Aber hier kommt anscheinend nichts. Ich hoffe es zumindest. So, von wegen, da ist dann direkt der Aufzug. Verarsche. Ganz ehrlich, verarschen kann ich mich auch alleine, Junge. Ich komme so schnell durch dieses durch das erste Kapitel durch, weil ich jetzt alles kenne. So. So. Das habe ich mir nicht durchgelesen. Das machen wir jetzt noch und danach machen wir ja auch erstmal einen Cut. Wieso? 15 Minuten Parts sind doch okay. Ich mache immer nur 15 Minuten Parts. Wenn du spielst, kannst du ja längere Parts machen. So. 13 Uhr. Stem System Test beginnt. Oh Gott, das ist viel zu klein. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. Welcher Agent? 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograph berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von Stem-System an. Was aber wahrscheinlich nicht gemacht wird, weil die Leute alle Arschlöcher sind. 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik. Ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage. Obwohl das Stem-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. Er. Dieser Mann ist aufgetaucht. Um 14 Uhr. Wer ist dieser Mann? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht und... Könntest du bitte die deine Mama liste lassen? Auf jeden Fall! Ich mache eine Pause. Hier machen wir erst einmal einen Cut. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Let's Play The Evil Within. Ich denke mal, das ist dann auch der letzte Part für das erste Kapitel, weil das erste Kapitel ist echt... Es ist eben halt nur so ein Intro. Also, bis dann. Bye!